So, guten Abend miteinander. Ich melde mich ja wie versprochen am Wochenende und wollte ein bisschen über die US-Indizes sprechen. Zunächst wieder einmal, die Analysen stellen natürlich keine Anlage, Beratung oder Empfehlung dar, sondern es ist alles nur meine Meinung, wie der Dow Jones sich in den nächsten Tagen und Wochen verhalten kann. Jeder trägt natürlich sein eigenes Risiko, ob er long oder short geht. So, dann habe ich jetzt hier den 4-Stunden-Chart mitgebracht vom Dow Jones. Und hier sind schon die Prognosepfeile eingezeichnet, wie der Index in der nächsten Woche sich bewegen könnte. Also, zunächst einmal der große Widerstandsbereich erstreckt sich knapp unter der 18.000er Marke und beginnt etwa bei 17.870. Ab hier werde ich vermehrt nach Umkehrsignalen Ausschau halten und den Stopp dann sehr eng an den Markt legen. Aber zunächst einmal, wie der Verlauf jetzt Anfang nächste Woche konzipiert werden könnte von den Marktteilnehmern. Also zunächst zu Wochenbeginn einen kleinen Rücksetzer, der wird aber direkt gekauft, ein neues Hoch ausgebildet, könnte eben knapp an der 17.700er Marke passieren, die Trendwende, die temporäre Trendwende. Dann sollte der Index Richtung, ja, im Idealfall diese Aufwärtstrendlinie touchieren. Es wäre genau bei 17.386 der Fall. Wenn er jetzt hier genauso diese Bewegung mitmacht, das wäre dann circa, ja, 27. 28. Oktober. Und von hier aus sollte er dann die 17.930 Marke erreichen. Wie am Anfang schon erwähnt, hier wäre jetzt idealtypisch eine Umkehrkerze, ob jetzt im 4-Stunden-Chart, Tageschart möglich. Und dann wäre ein zweiwelliger Rücksetzer bis an die 17.300er Marke denkbar. Und hier wird sich dann höchstwahrscheinlich der Index entscheiden, ob er dann eine Jahresendrallye, also ob die Jahresendrallye weitergeht, oder ein Alternativszenario wäre auch deutlich fallende Kurse bis, ja, bis Richtung 15.000 Punkten. Das ist aber definitiv ein Alternativszenario und das muss sich natürlich zeigen, ob sich hier eine sehr dynamische Abwärtsbewegung sich erstreckt. Nochmal kurz ein Fazit. Hier oben ist definitiv eine Widerstandsmarke. Hier ist auch noch der kurzfristige Abwärtstrend. Den kann man, ja, ist ein bisschen vage gezeichnet, weil es eben vom Monatschart läuft der ein bisschen anders. Ja, wenn man hier die Kerzen aufeinander setzt. Deswegen hier ist definitiv ein Widerstand, ein richtig markanter, und eine Unterstützung ist auf jeden Fall die 17.300er Marke. Also diese zwei waagrechten Linien sollte man in dem Chart auf jeden Fall einzeichnen. So, dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag.